Das ist schon eine ganze Menge. Personaltür. Da kommt der Direktor hin. Ja, aber bei SimCity, gigantische Städte, das war noch was anderes. Geht das als Tür? Ja, Gott sei Dank. Die Wände müssen weg. Tom, der Bock, ich kann kein Spanisch. Ich bin auch kein spanischer Imperator. Beim Geld kriege ich erst Angst, wenn wir unter die 100.000 fallen. Moment, das ist der Generator, der nach oben geht. Den Generator ziehen wir später hier gerade durch. Und der Generator muss nach Süden gehen. Sonst kollidieren die irgendwann. Oh mein Gott, der Tipp ist in der Haus. Mach doch bei den Pumpen plus Generator auch noch eine Personaltür hin. Ist doch hier. Ich werde Prison Architect bis 17:30 spielen, weil gerade im Chat gefragt wird. Und danach muss ich mal weg und dann komme ich später wieder, aber dann werden wir so Banner Saga spielen. Ach nö, komm. Ah ne, wurde nur falsch angezeigt. Ich dachte jetzt, ich hätte den Meter vergessen. Der Raum des Direktors. So, na gut, ihr kriegt auch diesen mittleren Stuhl. Ist übrigens auch eine Modifikation, dass man halt so ein Cent hat. In der Mitte zentrierter, zentrierten Stuhl hat. Eines Tages werde ich alle Seiten finden. Ich glaube, ich habe gerade Geld bekommen. Ah, nee. Nur ein neuer Tag. Stuhl. Geht doch. Moment, wenn der da unten so doof steht, dann demontiere ich die Aktenschränke lieber. Die ganz im Süden sind, sonst sieht mir das so doof aus.
So. Genau, Forschung, Buchhaltung wird gerade freigeschaltet. Dann können wir in Sicherheitstypen, Wartung. Naja, komm, und den Rechttypen. Da hat der Direktor erstmal genug zu tun mit Forschen. Und jetzt Büro genommen. Sehr schön. Böden mache ich später. Die finde ich jetzt gerade noch nicht so wichtig. Wo sind die Abflüsse? Da. Können theoretisch hier ein paar duschen und wohnen. Da sieht man übrigens, dass das Wasser jetzt so blau ist, anstatt wie vorher. Der Direktor braucht kein Fenster nach draußen. Die Hohne. Der ist durch und durch Direktor. Die Außenwelt bringt ihn nur auf dumme Gedanken. Ich habe jetzt gerade auch ohne Planungstool. So, da bitte auch große Gefängnistür. Hier unten machen wir das Lager hin. Na, klappt's? Ja. Sehr schön. Stell eine Buchhalterin ein. Ja, überschreitet das tägliche Einkommen. Wir holen uns nachher ein paar Gefangene. Wobei der wäre ganz gut, wenn wir die schon... Entschuldigung, den Familien, die jetzt gerade in Misere gelangen, weil ich ihre Väter entlasse. Aber dann kann ich wenigstens schon die Sachen bei der Buchhaltung erforschen. Unter 500.000. Nehmt mal das Licht ab, bitte. Ich erzeuge grafische Fehler. Die brauchen nicht so viel Licht. War nicht irgendwas mal, wo man das... Achso, automatische Lampen muss man nur ausschalten.
Weil die Leuchte sind, also, die Räume sind so lichtdurchflutet, da tut einem im Gamer-Herz doch weh. Das ist ein Gefängnis und kein Sonnenstudio. So einfach ist das. Es wird gefragt, was ich für einen Grafikmod drin habe. Das kann ich einmal ganz kurz zeigen. Hoffe ich jedenfalls. Extras. Mod wird es sein. Natural Texture Mod Reloaded. Kam jetzt am 13.04. raus. Und macht ein paar Grafik- und Audioänderungen. Naja, ein paar viele. Ich überlege gerade, ob ich schon den Wasserboiler bauen sollte. So, die Zellen sollte man nach innen nehmen, ne? Also müsste ich einen Zellenbereich jetzt hinter der Einlieferung direkt machen. Und das wird jetzt ein bisschen, also nicht complicated, aber da muss ich jetzt mal schauen. Wenn wir jetzt hier den Eingang haben. Die Doppelbetten sind normal dabei, Tipp. Das gibt's schon seit Version 1.1, das sind Gemeinschaftszellen. Die sind auch seit 1.0 möglich. Einmal kurz nachdenken. Ich überlege nämlich direkt größere Zellen zu bauen. Ich habe nämlich auf jeden Fall ein Problem. Dadurch, dass, wie heißt das? Dass ich keine Fenster nach draußen habe. Da wird die Qualität der Zelle auf jeden Fall schlechter. 5x5 wären 10 Tiles. Also, ich glaube, 10 Tiles ist die größte Zelle, die man machen kann. Das wäre die Mindestzelle. Ich gebe dir ein bisschen mehr Platz, einfach weil ich ein super netter Gefängnisführer bin. Warum mache ich es doch klein? Ja, in den Zellen werden Duschen gebaut. Nee, ich will den Verbrechern schon ein bisschen Platz bieten. Verbrecherinnen. Weil es geht ja schon ein bisschen um ihre Bedürfnisse, ne? Mache ich da unten schon dicht? Die sollen mir auch nicht hier einen Tunnel durch das Direktorat buddeln. Und dann sagen, ja, ciao.
Den Bereich muss ich noch verplanen. Da würde ich aber wahrscheinlich so Wachräume hinsetzen. Oh, und was anderes. Da machen wir lieber auch einen Durchgang. Und hier unten ist auch abschließend ein Durchgang. Ich muss ja ein paar Wege schaffen. Für die Gefangenen. Sonst sieht's schlecht aus. Mehr Zellen für alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. Dann hätten wir schon mal 2 mal 18. 36. Der Proof hat gerechnet. Ohne Fehler mal. Ah, nein! Ich weiß nicht, was das früher mal für eine Arbeit war, die Gebäude aneinander zu setzen. Das hat ja nie funktioniert vernünftig. Warum sollten diese Kabel durchsucht werden? Ja. Die erste schwarze Wache. Tipp, solche Fragen klären wir später. Tipp hat gerade ein kompliziertes Thema, das möchte ich jetzt nicht auf YouTube diskutieren. Weil die Frage, glaube ich, sich selbst beantwortet, wenn er genau liest. Sehr schön. Ich glaube, wir haben schon 150.000 im Gefängnis reingesteckt. Und bis jetzt noch keinen einzigen Gefangenen. Aber wir gehen jetzt in die Richtung. Und zusätzlich müssten wir mal einen, wenn ich das natürlich jetzt alles hier so dicht baue, muss ich Heizkesselräume schaffen. Jetzt für die Dusche könnte ich den Heizkessel noch draußen hinstellen. Aber vor allem für den Bereich da links. Wird das wohl nicht mehr ausreichen.
Wasser kommt. Und ich hoffe, das heiße Wasser backt jetzt nicht wieder.